Na, was macht die Normandie hier ohne? Was machen Sie gerade? Ich lade den Turianern Daten über den zerstörten Reaper hoch. Sie suchen nach möglichen Strukturschwächen beim Feind. Unsere Daten sagen, Reaper-Großkampfschiffe wie die Sovereign sind einzigartig, aber die kleineren Zerstörer weisen Ähnlichkeiten auf. Der war klein? Relativ, ja. Bodenangriffsschiffe sind nur etwa 160 Meter hoch. Die Sovereign dagegen hatte fast 2 Kilometer. Gut, reden Sie weiter mit den Turianern. Wenn es eine Schwachstelle in der Panzerung der Reaper gibt, müssen wir sie alle kennen. Hallo, Shepard. Der war klein. 160 Meter hoch. Der war schon groß genug, der Kalle. Und? 2 Kilometer sind die größte. Boah, Leute. Stell euch mal vor, man hätte aber solche Schiffe, gell? Oh. 2 Kilometer lange Schiff. Irgendein Lebenszeichen? Der von dem Dreschlund zerstörte Reaper scheint völlig leblos zu sein, Doktor. Um sicher zu gehen, müssten wir allerdings Teams hinschicken. Kommt nicht in Frage. Sagen Sie den Kroganern, sie sollen sich fernhalten. Würde ich auch sagen.